Hallo und willkommen zurück zu Planetary Annihilation. Ich bin noch in derselben Aufnahmesession, das heißt, ich bin noch genauso krank wie letztes Mal, also gestern. Und ja, wir haben letztes Mal einen Kampf hier, den ersten Kampf gewonnen. Wir haben gemerkt, die KI ist besser auf jeden Fall. Das ist wahr. Und ja, ich werde trotzdem meine Möglichkeiten so versuchen zu optimieren, dass ich erstmal ein bis zwei Planetensysteme angreife. Ich hoffe, ich habe noch welche zur Auswahl. Nein. 4, 3, 4, 4, 4... Zwei, okay, hier könnte ich in zwei Planetensysteme reinhalten. Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall schwerer, jetzt auf Planeten überzusetzen. Das ist das Problem. Und ich will... hier ist der andere, der rote. Ich will nicht auf dem Lava-Planeten landen. Wenn ich natürlich muss, dann muss ich. Aber ich will eigentlich nicht, weil ich weiß, da ist der Platz eng. Und das ist zum einen problematisch, wenn man sinnvoll aufbauen will. Also die Basis sinnvoll organisieren will. Natürlich hat es Vorteile, was... die Verteidigung gegen Bodentruppen angeht, aber an sich die Basisorganisation ist etwas schwerer zu aufrechtzuerhalten hier. Durch die ganzen Berge und den ganzen Kram, man hat nicht genug Platz. Und zweitens ist es mir sehr oft passiert, dass wenn ich sehr nah an einen Berg irgendein Gebäude rangesetzt habe, ist mir das Spiel abgestürzt, weil er gemerkt hat, der kann es doch nicht da hinsetzen. Und dann wollte das aber da hinsetzen und dann ist das Spiel abgestürzt. Und das will ich natürlich jetzt nicht, dass das passiert. So, das heißt, ich werde versuchen, hier auf dem Planeten zu landen. Mal schauen, ob der Gegner hier auch ist. Und das werde ich wohl mir... Wasser ist natürlich... Hier kann ich ja schlecht von Bodentruppen, außer vielleicht von Bots, von kleinen, angegriffen werden. Oder doch? Manche Bodentruppen kommen hier durchs Wasser, dass die unterm Wasser langfahren, glaube ich. Aber hier, denke ich, müsste das schon ganz gut gehen. Sind das eigentlich Sachen, die man abbauen kann? Ich glaube nicht. Nur hier haben wir halt wenig Metall. Das heißt, ich muss hoffen... Naja gut, auf dem Wasser, das wird er auch nicht so leicht angreifen können, außer er startet auf dem Wasser mit Schiffen. Ich muss hoffen, dass ich hier einigermaßen... in Ruhe gelassen werden mit Metallbau. Wenn er auf einem anderen Planeten ist, muss ich das, wie gesagt, wieder früh rauskriegen. Das heißt, wieder gleich Radar-Technologie nutzen. Und ich habe letztes Mal richtig schön gesehen beim Energiebauen, wie meine Flugzeuge da Energie gebaut haben, wie extrem das eigentlich hilft, dieses 50% schneller bauen. Das war ja Wahnsinn, was die Flugzeuge da hingeprügelt haben an Energie- und Verteidigungsanlagen und so. So. Danach machst du gleich noch so ein Ding. Das machen wir so wie letztes Mal. Und dann wirst du das bauen. Und das erste Flugzeug wird gleich Radar bauen. Ich muss so schnell wie möglich wissen, ob der Gegner auf diesem Planeten ist oder nicht. Noch irgendwas? Schiffe werde ich erstmal nicht bauen, außer ich sehe, dass er mit Radar, dass er gleich da auf dem Wasser startet. Dann werde ich gleich mal einen Hafen bauen und ein paar Schiffe reinjagen. Die ihn erstmal ablenken, einfach nur. Nur zum Ablenken hauptsächlich. So, das dürfte wieder nicht den ganzen Planeten abdecken. Wieso sehe ich das gerade nicht? Wie weit die Reichweite ist? Doch, sehe ich. Okay, also es macht fast den ganzen Planeten. Das heißt, wenn ich dann hier ein Radar einsetze, müsste das gehen. So, ihr helft alle mal da kurz, alle folgenden. Und du hast gerade nichts zu tun. Das heißt, du gehst Metall bis hier so ungefähr hinbauen. Erstmal mal schauen, ob du gestört wirst. Der nächste geht mal Metall. Ach, jetzt baut der doch schon da Metall. Na, egal. Nächste baut mal Metall hier so. Er schafft das schon. Hier bauen wir gleich mal Anti-Luftflieger. Patrouillieren lassen hier. So. Da merkt er gleich, huch, da ist ja schon was. Das heißt, er müsste auf das übergehen. Genau. Oh, du machst hier Metall, genau. Und danach... Wir haben den Gegner noch nicht gefunden, das heißt... Wohl, du bist noch nicht fertig, okay. Wenn du fertig bist, würde ich das sofort mitkriegen, falls ich nicht drauf gucke. Muss ich wissen, ob der Gegner hier ist. Wen habe ich gerade angewählt? Weiß ich gar nicht. Ach, den, der das Radar gebaut hat, vermutlich. Ich habe das Gefühl, ich muss so ein Ding bauen. Okay, ja. Der Gegner ist auf dem anderen Planeten. Ich muss so ein Teil bauen. Das heißt, hier brechen wir die ganzen Viecher ab. Und bauen erstmal Konstruktionsflugzeuge, ein paar mehr. Du gehst jetzt da helfen. Und... ihr beide... nur ihr beide... geht erstmal so bauen, so bauen,
So bauen. So bauen. Und wer baut jetzt Metall? Du baust Metall. Das heißt, du hängst danach mal einfach auf restlichen Planeten Metall ran. Du baust auch Metall. Das heißt, du hängst auch auf restlichen Planeten Metall ran. Und ihr macht das, genau. Wobei ich euch Flugzeuge jetzt erstmal diesem Flugzeug helfen schicke und diese Produktionseinrichtung auch die Flugzeuge dort ran schicken lasse. Dann haben wir erstmal genug Energie. Und Metall müssten wir eigentlich auch mal ein paar mitschicken, dass das ein bisschen schneller geht. Die nächsten drei oder so. Du machst dort mit, genau. Und wir können keinen Konstruktionstypen bauen. Das ist schlecht, muss ich sagen. Aber wir können ein Radar bauen. Dann wissen wir, wo er ist. Wir bauen dann erstmal zwei Radare, würde ich sagen. Metallmangel gerade, aber wir haben den ganzen Planeten für uns. Jetzt wird es natürlich die erste große Herausforderung dahingehend, dass wir rausfinden müssen, ob wir einfach landen drüben können oder ob er Verteilungsanlagen sehr viele da hat. Weil wir müssen landen. Wir müssen mit einem Transport orbitalen Flieger was rüber schaffen, was dann landen muss drüben. So. Du fliegst. Ah, hier kannst du erstmal hin und dann können wir langsam hinfliegen. Das holen wir uns mal hier rüber. Dann können wir langsam hier rumdrehen um den Planeten und schauen, wo der Gegner ist. Bisschen Radarfähigkeit hat er ja. So, und den werden wir mal hier so landen. Mal gucken, wann ihr da seid. So, die beiden Transporttypen, die ich gerade baue. Werde ich erstmal hier so hinjagen. Den zweiten gleich auch. Hier so hin, ja. Alle folgenden gehen an. Dort ran. Enemy Commander detected. Okay. Ach du Jemini. Und der baut auch schon eine orbitale Startrampe. Ach du Jemini. Das wird extrem schwer. Das sehe ich jetzt schon. Wir müssen alles, was produziert wird, hier hinschicken. Das hier wird vermutlich. Das ist eine Luftwaffenfabrik. Der wird vermutlich in der Nähe Dingens haben. Regenschirme, dass er sich verteidigen kann gegen den Mist. Ach, er schafft das schon. Ich hoffe, das klappt. Ach Gott. Wir müssen was rüberschicken. Wir können nicht den Commander rüberschicken, weil der ist zu angreifbar. Wir müssen hier das Metall- und Energieproduktion aufrechterhalten, das ist klar. Das heißt, wir müssen zwei Konstruktionsflieger sozusagen rüberschicken. Oder mehr. Du nimmst dir den, du nimmst dir den. Und wir müssen eine Ecke finden, wo die in Ruhe bauen können, schnell. Das muss mein zweites Radar-Ding schaffen. Gegenüber von dem sein Startort wäre hier ungefähr. Und du versuchst mal hier hin zu fliegen. Ihr fliegt dort ein bisschen Patrouille. Falls der hier was startet von dem Gerät aus, klappt das nicht? Fliegen die keine Patrouille oder sind die zu doof zu? Patrouillieren? Hier so. Hm. Das ist interessant. Okay. Dann wollte er halt nicht hier patrouillieren. Ist in Ordnung. So. Ihr helft gerade alle hier. Wir wollen wahrscheinlich lieber. Ich muss mal kurz austauschen. Die Bilder. Ihr beide geht hier hin. Jetzt habe ich die hier hingeschickt. Ich wollte die eigentlich hier hinschicken. Ich hoffe, ihr landet nicht mitten in der gegnerischen Basis. So, kommt das Radar bald? Oh, der baut dort einen Regenschirm. Das ist ganz schlecht. Da ist der Commander. Gut zu wissen. Aber der hat doch jede Menge Zeug, was er gleich sofort losjagen kann auf dem Portal, was ich da baue. Das heißt, ich muss erstmal Verteidigungsanlagen bauen. Das heißt, ihr müsst hier wirklich verteidigen. Der ist noch im Bau, das ist sehr gut. Stopp mal, nicht in Regenschirmreichweite kommen. Bleib mal dort in der Nähe, dass du siehst, was hier startet. So, wir müssen jetzt aufhören mit dem Kram, mit dem Quark und dafür ganz viele davon bauen. Und die schicken wir alle hier hin. So. Und dann werden wir sonst wie viele Konstruktionsflugzeuge mitnehmen. Haben wir jetzt unsere Transportviecher schon hier? Ne, die sind noch unterwegs, oder? Ja. Da sind sie. Die sind langsamer. Okay, gut zu wissen.
Aber mal gucken, die Zweie werden nicht genug reißen können, die werden nicht genug produzieren können, vermute ich. Ich muss dann alle Transportflugzeuge hier irgendwo hinnehmen, alle von den ganzen Transportviechern aufladen lassen und dann ganz schnell hier aufbauen, dass ich instant sonst wie viele Verteidigungsanlagen bauen kann. Das heißt, ich brauche genug Metall- und Energieproduktion und muss dann instant Verteidigungsanlagen bauen, weil ein Portal alleine wird nicht reichen, weil ich kann ja nichts durchs Portal durchschicken, das bringt mir ja gar nichts. Ich muss Verteidigungsanlagen und dann hier Produktionsanlagen bauen. Kann aber auch nicht mein Commander rüberschicken, weil der wird rausgefokust. Ihr passt hier auf, dass hier nichts produziert wird. Fertig. Was baut der hier? Fortschritte der Luftwaffenfabrik. Ach du Jemine, das wird interessant. Ihr bleibt schön hier. Passt auf dieses Teil auf. Ich sehe den Commander, das ist wichtig. Und meine Transporttyper sind hier. Gucken, ob er direkt auf die reagiert, wenn ich jetzt hier anlode. Was wird passieren? Und danach fliegt ihr bitte hier hin. Nachdem ihr die angeloadet habt. Damit ich die Konstruktionsflugzeuge gleich anwählen kann. Build more metal storage. Das heißt, wäre auch eine gute Idee. So, Verteidigungsanlagen. Ach nee, erstmal gegen Flieger vielleicht. Erstmal eine grundlegende Verteidigungsanlagenlinie. Aber die Flieger werden schon unterwegs sein. Ich hätte erstmal Flugverteidigung bauen sollen. Fehler. Ihr fliegt mal mit hier rüber. Ach, mein Hals geht's besser irgendwie so ein bisschen. Ach du Jemine. Ach, wenn wir die ersten Verteidigungsanlagen da haben. Nein, Mist. Gut, also ich muss eine Hundertschaft drüber schaffen. Wie viele Konstruktionstypis haben wir hier? 15. Das wird nicht reichen. Ja, jetzt kommen die Bomber. Also ich brauche nur Luftverteidigung hinbauen und ich werde das hier hin machen. Hier sehe ich, dass gerade nichts ist. Also gerade. Produziert der hier eigentlich was? Sieht man gar nicht. Doch, nee, der produziert nichts. Wahrscheinlich nicht so lange, bis er hier sicher ist, dass hier oben nichts ist. Oh Gott, wie soll ich auf dem Planeten landen mit meinen aktuellen Technologien? Das geht ja nur so, wie ich es hier gerade vorhabe, wahrscheinlich. Oh Gott. So, bevor ihr. Moment. Bevor ihr. Nee, warte mal. Du kannst trotzdem hier machen. Wir haben hier noch meine. Ich habe hier noch meine Konstruktionsflieger. Ihr macht mal bitte Metall Storage. Und danach Energiestorage. So viel wie ihr könnt. Dann haben wir erstmal einen Puffer, der, wenn er voll ist, uns hilft, drüben so schnell wie möglich zu bauen, ohne, selbst wenn wir zu viele drüben haben. Ihr baut, ihr baut, ihr baut. Das ist sehr schön. Wir haben jetzt 26 hier. Und da kommen vielleicht noch zwei, werden wir sehen. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Okay, die produzieren. Okay, da muss ich echt vorsichtig sein. Und er hat einen Regenschirm im Bau. Oh no. Ah, das ist schlecht. Der hat hier einen Konstruktionsflieger. Das heißt, der sieht, was passiert. 30. Was halt mal von 30 Konstruktionsfliegern? Ihr habt das Zeug fertig, okay. Dann hören wir mal nicht auf mit Energie produzieren. So, Metall, wie sieht das aus hier? Haben wir alle Metallspots? Scheinbar. Das heißt, ihr geht dem Commander helfen. Metal is low? Du willst mir rollen, oder? Hier bitte mal alle hier. Wie viel haben wir jetzt? 55, das sind ein bisschen viele. Aber mal gucken. So, ihr seid 35 Stück. Load. Viel Spaß. So, und hier produzieren wir jetzt die. Und jetzt muss ich hier Verteidigung nämlich bauen auch. Oder beziehungsweise ein bisschen produzieren, dass hier ein bisschen Verteidigung ist. Wie viele haben wir hier noch? 11 Konstruktionsflieger. So, habt ihr jetzt alle? Hast du schon wen? Nee. Hast du schon wen? Nee. Gut, du nimmst den. Und du nimmst den. Ihr fliegt Patrouille auf diesem Planeten erstmal. Ihr dort seid noch in Ruhe, aber ihr werdet gleich nicht mehr in Ruhe sein, sobald ihr merkt, dass dort der bla hier Regenschirm fertig ist. Das ist das große Problem. Der produziert den Regenschirm, der ist halb fertig. Ich muss eigentlich schneller sein, ich bin viel zu langsam. So, wenn ihr alle mal da seid, tauschen wir Bilder aus. So, jetzt alles hier hinfliegen. Die kämpfen dort wieder. Okay.
Solange die dort kämpfen, habe ich nicht das Problem hier. Ich lasse erstmal alle Transporter hierhin fliegen und dann lasse ich alle gleichzeitig hier ausladen. Oder flieg sie alle hierhin, lasse sie hier ausladen und flieg sie wieder weg. Die fliegen gerade alle los. Das sah lustig aus. Wer da unten gesehen hat, das. Der produziert ganz schön viel gerade an solchen Jägern. Aber ich habe erstmal ein paar da. Und hier lasse ich jetzt auch patrouillieren, damit der nicht dort landen kann. Das ist das Wichtige. Für mich erstmal. Vielleicht sollte ich dort ein paar Regenschirme bauen mit den Konstruktionsfliegern, die ich noch dort habe. Ja, der hat schon einen Transportdingens da. Ach du Jemini. Der hat was abgesetzt. Nicht gut. Geh mal jagen. Gut. Gut. Ihr alle. Alle, die noch hier sind. Und zwar wirklich alle. Auch die, die gerade Energie produzieren. Setzen bitte ein paar hundert Regenschirme. Und danach noch ein paar hundert Regenschirme. Jetzt wird's problematisch. Jetzt fängt an, der Regenschirm auf mich zu schießen. Weg hier sollt ihr. Ihr sollt weg hier. Sind meine Transportflieger endlich mal da? Nee. Wo sind die? Ja, jetzt kommen sie alle an. Okay. Haben wir hier alle 35? 37 sind's, okay. So, bitte mal. Unload. Und danach hierhin fliegen. Scheißegal, ob ihr abgeschossen werdet. Aber ihr müsst so schnell wie möglich die unloaden. Wenn ich sie hinkriege, kann ich sie noch rüberschicken, wieder zurück auf einen anderen Planeten. Aber ihr müsst so schnell wie möglich ausladen und ich muss dann so schnell wie möglich mit den Transportfliegern... Kriege ich die angewählt? Jetzt kriege ich sie angewählt. Luftverteidigung bauen. So. Die sollen nur erstmal abgehalten davon werden, hier anzugreifen. Was wir hier haben. So, und jetzt schicken wir mal die 1 wieder hier rüber, damit die hier nicht unterwegs abgeschossen werden. Ah, da schießt mein Radar ab, ist nicht so wilde. Gut. Oh Gott. Wir müssten Produktionsanlage bauen. Haben wir keine mehr da. Wir haben erstmal einen Punkt, wo wir relativ was haben erstmal. Boden- und Luftverteidigung. Ich habe meine Transportviecher zurückgeschafft. Ihr baut hier Regenschirme ohne Ende. Oder? Solltet ihr eigentlich. Habe ich mir sagen lassen. Wir halten das mal im Auge. Wo seid ihr jetzt alle? Ihr seid am Regenschirme bauen. Ja, hier seid ihr. 21 hört sich erstmal gut an. Die müssten es schaffen. Obwohl, wir haben am Commander noch welche. Okay. So, das heißt, du produzierst, um dem zu helfen. Und du produzierst weiterhin, um den Commander zu helfen. Wie viele haben wir am Commander? 18. Okay. Haben wir alle Transportflugzeuge, Transportorbitalen-Dinger? Da sind sie. Der greift immer wieder an. Aber er ist nicht so wilde. Er kann ruhig ein bisschen Einheiten verschwenden. Da habe ich nichts gegen. Ja, dann kann er das nämlich nicht auf das Zeug, was ich in Zukunft drauf schicke, drauf hauen. Das ist sehr gut. Ich denke mal, strategisch ist das gar nicht so doof, was ich hier mache. Wieso wird der hier beschossen? Wo auch immer der beschossen wird. Oh Gott. So verbesserter. Das ist gefährlich. Ach, hier sind die orbitalen Viecher. Ich brauche ein orbitales Radar. Baut ihr mal schnell ein orbitales Radar. So. Alle hier hinschicken. Wir haben jetzt 21 da. Und du gehst mal hier weiter helfen jetzt. Brauchen wir jetzt 21. Und ihr ladet bitte alle ein. Die hier. So, die Regenschirmverteidigung sollte zukünftige Landungsversuche bald unterbinden. Und wir haben genug Lager, dass es erstmal reicht, um drüben was zu bauen. Sag ich mal. Ihr müsstet jetzt alle welche einladen. Jetzt mache ich mal euch auf die Nummer 1 speichern. Wenn ihr alle voll seid, dann habt ihr eindeutig zu viel gesoffen, aber hauptsächlich ging es ja darum, dass wir euch rüberkriegen. Oh Gott. Jetzt ist natürlich das Problem, jetzt hat er hier Verteidigungstypen. Machen wir mal was gegen. Euch gruppieren auf 2. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja. So. Bitte mal ihr alle hier landen. Alle verschwunden hier. Sieht so lustig aus.
Oh Mann. Das ist ein interessanter Kampf. Das wird interessant. Ich wusste, es wird schwer mit der aktuellen Technologielage hier auf einem anderen Planeten Fuß zu fassen. Wird extrem schwer. Das sieht man ja. So, die müssten eigentlich schneller sein als meine Transportviecher, aber die müssen trotzdem drei, scheinbar drei, gefühlte dreimal um die Sonne fliegen, ehe sie da sind. Lässt sich eigentlich irgendein Planet steuern? Ja, nein. Nicht, dass sowas irgendwann mal passiert. So. Ihr macht das. Genau, ihr zerlegt erstmal die. So, meine Gruppe 1. Unload hier. Und danach weiterfliegen. Kriegt ihr es hin? Ja, ihr fliegt alle gut. Gruppe 2. Ihr patrouilliert hier. So viel zum Thema, ihr patrouilliert hier. Das klappt immer gut mit dem Patrouillieren, oder? Kann man sagen, was man will. So. Drüben dürfte das Regenschirmnetzwerk schon relativ gut funktionieren, vermute ich. Also, der versucht ja ab und zu landen. Mal gucken, ob er es irgendwann mal schafft. Aber hier ist noch ein Loch. Da wäre es natürlich gefährlich. Wir haben orbitales Radar. Wir sehen also, was passiert, theoretisch. Er fliegt mit dem Transportdingens rüber. Mal gucken, ob das gleich runtergeholt wird vom Himmel. Ich würde auch gerne wissen, was da drin hat, aber das sehe ich ja nicht. Die sind sich unterwegs begegnet. Seid ihr nicht gegeneinander geflogen? Nächstes Mal tut was gegen den da. Ich sehe gerade nicht mehr, was er macht. Ach so, ich habe kein Radar mehr hier. Aber wir haben ja gleich meine transportierten Typen alle hier. Mich würde aber jetzt auch interessieren, was passiert hier. Wird der abgeschossen? Die verteidigen den Punkt, das ist gut. Kriegt ihr es jetzt auch noch hin zu landen? Ja, kriegt er gut. Ich hoffe. Ja, gut, kriegt er hin. Mensch. So, die Flieger dürften jetzt nicht gleich ankommen. Wir produzieren so eine Anlage hier. Einen Regenschirm. Hier produzieren wir jetzt ein. Wir können ja eigentlich gleich Bomber losproduzieren. Weil wir haben ja Luftabwehr da. Die produzieren wir alle hier hin. So, dann produzieren wir noch ein paar Luftabwehranlagen. So. Und danach helft ihr bitte hier mit. Der Regenschirm, da sollte eigentlich die Aufgabe von denen mit übernehmen. Ihr könnt erstmal wieder hier rüber. Jetzt weiß ich gar nicht, ob er irgendwo es geschafft hat zu landen. Nee, also man sieht orbital nichts mehr von ihm. Okay, also bei meinem Planeten drüben. Das heißt, ich müsste ihn abgeschossen haben. Ich hoffe es. Natürlich könnte jetzt außerhalb meiner Sichtweite irgendwas passieren, was ich nicht mitkriege. Ja, gut, der Regenschirm hilft den Viechern. So. Theoretisch müsste ich jetzt auch nochmal ein Radar bauen. Kommt mal einer. Einer, habe ich gesagt. Einer von euch her. Und bau mir mal ein Radar hier. So. Ich will ja nur sehen, was er hier so noch an Einheitenbewegungen hat. Okay, also ein paar Einheiten sind noch da. Hier hat er auch noch Einheiten. Wahrscheinlich sind das auch noch Fußvolk irgendwas. Luftwaffenfabrik, 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 Luftwaffenfabrik. Fortschrittliches Energie. Ich habe keine Fortschritte. Nee, das ist mein Problem. Fortschrittliche Luftwaffenfabrik, Luftwaffenfabrik. Ich glaube, die fortschrittliche Luftwaffenfabrik produziert keine Anti-Air-Viecher, oder? Das heißt, da brauche ich mir nicht so einen Kopf machen. Wie viele produzieren wir in der Zeit? 16. Das sieht schon ganz gut aus. Vielleicht werde ich aber mal. Also der Radar. Wie weit geht das? Geht bis zur Hälfte der Basis. Das heißt, hier hinten könnte er noch mehr Einheiten haben. Der Commander, den müsste ich finden, natürlich noch. So, das heißt. Ich nehme euch mal. Wir haben ja jetzt hier orbitale Verteidigung zur Not da. So. Und wir haben noch hier noch. Haben wir noch hier. Was produzieren wir eigentlich hier gerade drin? Nix. Doch. Nee, wir können ja so vorproduzieren. Dann wird das vorne rangehängt. Schauen, ja, das wurde vorne rangehängt. Und dann produzieren wir wieder unendlich davon. So. Und du Radar fliegst mal genau hier zwischen die. Dann bist du relativ sicher, hoffe ich. Wie viele davon haben wir jetzt? Meine Angriffstruppe aus 31. Ich brauche wesentlich mehr, weil der hat schon Luftverteidigung, da träumst du von. So, das heißt, ich nehme hier mal ganz kurz alle Konstruktionsflieger und baue mal eine zweite Luftfabrikationsanlage. Wie sind das eigentlich? 21 haben wir gesagt. Hier passt du hin. Gut.
So, jetzt nehme ich mir 10. Mit 9, sagen wir mal. Ihr fliegt mal alle kurz hier hin. Und die restlichen Konstruktionsflieger hier helfen hier. Und ihr 9 helft hier. Oh nee, daran habe ich gar nicht gedacht. Der kann ja auch so einen Mist bauen. Ach du Jemine. Der kann ja auch nukleare Abschussanrichtungen bauen. Ach du Jemine. So, ich muss euch alle jetzt vorsichtig hier rüber bewegen. Ich weiß, der wird wahrscheinlich Dingens da haben. Kriegt ihr es noch? Fliegt ihr noch hier hin? Was macht ihr? Warum fliegt ihr nicht? So, kannst du jetzt mal hier hinfliegen? Gut. Ich muss sehen, was er noch da hat. Das ist eine nukleare Abschussanlage. Nee, ja. Nee. Da ist der Commander, gut. Kriege ich den rausgesnippt. Wir haben 60. Bitte alle direkt auf den Commander. Schauen wir mal. Der hat hier nicht viel Luftverteidigung, das ist jetzt der Vorteil. Und die Flieger, die er alle hat, sind hauptsächlich Boden. Ich muss nur ein paar gezielte Angriffe durchkriegen. Ja, ja, ja. Hab ihn. Ja. Uiuiui. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte mit weniger. Aber ich denke, vielleicht hätte ich es schon ein bisschen eher geschafft. Aber man hat gesehen, ich brauchte die Vorbereitung, weil der hat mir grundsätzlich alles hier weggebombt, was ich da hingeschickt habe. Der hat so viele Bomber da. Der hätte eigentlich meine Verteidigungsanlagen da wegballern können, oder? Na, weiß ich nicht. Der hätte wahrscheinlich zu viel verloren und hätte wieder nichts gegen mich da gehabt an Verteidigungsanlagen. Das war wahrscheinlich sein Gedanke. Gut, haben wir es ja geschafft. Schauen, was wir uns erwirtschaftet haben mit diesem doch schon anstrengenden Kampf. Nehmen wir. Überhaupt Fahrzeuge zu haben, das heißt, ich kann auch die einfachen Konstruktionsfahrzeuge bauen, das ist wichtig. Weil die kann ich besser durchschicken, weil die kann ich durch ein Portal durchschicken. Da muss ich nicht 1000 Transportschiffe rüberschicken. Im Endeffekt muss ich da eins rüberschicken. Vermutlich. Gut, da haben wir das geschafft. Mein Hals ist schon wieder ganz... so ungefähr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.